dum, 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 dum. Scheiße. So, heute spielen wir ein bisschen Müll sortieren. Wir sind heute der Müllmann und zwar bei dem Spiel Trash Time. Könnt ihr kostenlos bei Steam runterladen. Den Link setze ich euch natürlich unter das Video, damit ihr es mal selber probieren könnt. Also es ist eigentlich simpel und cool gelöst. Ihr sortiert einfach nach Metall, Glas, Papier und Plaste. Das ist eure Aufgabe. Ihr könnt auch noch für extra Geld dann lange Arme kaufen oder dass das Metall automatisch geordnet wird und ihr könnt Pappe zusammenpressen. Es ist ganz niedlich gemacht. Es ist wirklich was zum Lernen, auch für die Kleineren. Und natürlich, der Müll sollte nicht verbrannt werden. Was passiert natürlich? CO2 steigt und die globale Erwärmung wird natürlich dadurch angeheizt. Ich zeige euch mal ein bisschen was vom Spiel. Wie gesagt, ihr könnt es mit der Vive spielen, mit der Rift und Mixed Reality. Entweder stehend oder wenn ihr faul seid, könnt ihr auch im Sitzen machen, wenn ihr Bock habt. Und ja, schaut einfach mal ins Spiel rein. Viel Spaß. So, und da sind wir auch schon im Spiel drinne mit der tollen Musik im Weltraum. Und da ist die Erde und da werden wir jetzt natürlich aufräumen und den Müll sortieren. So, hier im Menü gibt es nicht viel. Ihr könnt ja Slowakisch einstellen, Englisch und Start drücken. Wir haben natürlich Englisch. Die andere Sprache kann ich leider nicht. Und dann können wir natürlich noch die Qualitätsstufen einstellen. So, jetzt zuckt mich der Nase und wir hauen auf Start drauf. Und wir fangen mal an. Mit unseren kleinen Roboterhänden. So, drehen wir uns wieder einmal um. Manchmal mal alles ein bisschen seitenverkehrt. Und da sind wir auch schon drin. So. Das sind wir hier. Wir sind der Recycle-Roboter. Und wir können Geld verdienen. Dafür kriegen wir einen Magnet. Dann können wir Sachen zusammenpressen. Dann flexible Hände. Dann können wir einen größeren Radius was kriegen. Und natürlich Luftfilterung, weil wenn Müll verbrannt wird, was passiert? Natürlich, CO2 wird freigesetzt und da ist unsere Anzeige. Und das sollte uns natürlich nicht passieren. So, da kommt auch schon der erste Müll. Der Hälfte liegt auch schon unten. Da werden wir jetzt erst einmal sortieren. Ihr seht ja, es gibt hier Locomotion. So, es fliegt noch mehr runter. Und jetzt sortieren. Gelbe Tonne und blaue Tonne erstmal. Es kommt natürlich im späteren Spielverlauf noch viel mehr dazu. Weil jetzt Problem ist, seht ihr hier, passt nicht alles rein. Da haben wir nämlich ein paar Schwierigkeiten. So, da habe ich nämlich schon was vergessen hier. Ja, da war schon was falsch. Komm, geh rein. Ja, die Pappe passt nämlich nicht rein. Da brauchen wir nämlich unseren Dings erstmal, dass das klein macht. Hier, fliegt die ganze Scheiße runter. Ey, lad doch mal den Kack richtig ab, du Vogel. So, na, wir können fast gleich was kaufen. So, wir holen uns jetzt einen Magnet. Ah, der ist dann für den nächsten Tag erst wichtig, wenn wir der Metall noch zuordnen müssen. So. Der Hälfte liegt unten und mein Karton ist jetzt auch weg. So. Ja, die Pappe kriege ich im Moment nicht rein. Die müssen wir erstmal liegen lassen. Es geht nicht anders. Da ist die Tonne zu klein. Können sie auch nicht klein machen. Das hier passt auch nicht rein. Scheiße. Das war verkehrt. So, 90. Wir haben gleich schon was zusammen. So, und wir hauen uns jetzt, da hammert das Teil, einfach rüberschmeißen, zack, und da wird das klein gepresst. Und da passt das wenigstens dann auch in die Tonne endlich rein. Ach scheiße, das war das Falsche gewesen. So, und ihr müsst dann Geld sammeln, natürlich, dass ihr ins nächste Level kommt. Hier brauchen wir 150, also das ist auch noch nicht viel. Und es ist halt ein schönes Lernspiel, auch für die Kleinen gedacht, dass man die Mülltrennung mal berücksichtigt, was natürlich heutzutage sehr wichtig ist. Eieiei, seht ihr, aber alles kann man auch nicht schaffen. Ein bisschen was wird immer verbrannt. Schmeiß mal rüber. So, können wir gleich den nächsten Tag rein, wenn wir es fertig haben. Dann haben wir nämlich eine neue Tonne mitstehen. Halt, so rum. So, zack, next day.
So viel CO2 haben wir jetzt nicht verbraucht oder hergestellt. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt haben wir nicht Metall, aber jetzt haben wir nämlich schon unsere Magneten dafür. Jetzt holen wir uns natürlich noch die langen Arme dazu, damit wir dann rankommen hier. So. Ja, natürlich, den ganzen Metall macht er auch nicht, weil da ist, ja, da fliegt schon die Hälfte wieder runter. So, seht ihr? Und da fällt das schon von ganz alleine rein. So, wir stellen uns am besten hier schön hin. Und warten mal, dass das Zeug kommt. Das nenne ich effizientes Arbeiten. Fliegt die Hälfte daneben. So. Grafisch ist so ein... Ja, ich komme nicht auf die Engine, wie die früher hieß. Da gab es so einen Ego-Shooter. Im Comic-Stil 13 hieß der. Wenn der euch noch was sagt, wie hieß die Engine, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich komme nicht mehr drauf. Wie die hieß. Core Ox Voxel Engine. Ne, Voxel Engine war wieder was anderes. Scheiße, jetzt haben wir schon was verbrannt. So, die müssen wir aber leider darüber schmeißen. Hopp. Ach, schade. So, da unten liegt auch noch so ein Ding. So, gleich kommt wieder alles hinterher hier. Aber ich möchte gerne, genau. Da, habt ihr gesehen? Da kann er nämlich jetzt hier, zack, schon mal alles ein bisschen ordnen. So, ja, wenn wir mal treffen, warte. Ja, leck mich doch. Klappt nicht immer. Auch meistens. Hüpp. Hey, wir haben getroffen. Sehr schön. Ich weiß noch nicht, wie viele Tage man spielen kann. Also, ich habe danach noch eins gespielt. Das zeige ich euch noch. Da könnt ihr nämlich dann auch Glas mit verwerten. So, und schon geht das hier alles ein bisschen einfacher. So. Und rein damit. So, das ist Metall. Das hat er nämlich nicht mit reingeschmissen. Das auch nicht. Jetzt müssen wir mal ein bisschen hier... Jetzt haben wir schon was falsch. Fuck. Kappe geht nicht rein. So, kommt schon der nächste Fuhrer. Wie viel haben wir? 215. Hopp. Puh, puh, puh. Aber sonst ist es eigentlich cool gemacht. Ist halt kostenlos. Ich setze euch natürlich den Link mit drunter. Da könnt ihr selber mal probieren und selber mal Müllmann spielen. Ich weiß nicht, ob es jeder zu Hause in seiner Garage so freizeitmäßig tut. Ja, kann man froh sein, dass hier keine Spritzen dabei sind. So, wir hauen mal in den nächsten Tag rein. Day completed. Und sobald die Kohle zusammen hat, könnte man den nächsten Tag starten. Da ist immer eine kleine Ladezeit mit dabei. So, jetzt haben wir nämlich Glas mit dabei. Airfiltering kann man dann auch machen. Hier sind wir noch. Hallo. So. Theoretisch könnte man ja eigentlich auch hier stehen bleiben und jetzt hier randrum fummeln. So, wir schauen mal, was hier kommt. Hier haben wir nämlich schon... Pappe. Gelb. Ja. Huh. Was man so erkennen kann. Hopp. So, da haben wir noch ein bisschen was Großes. Und jetzt haben wir hier noch ein bisschen Glas mit. Ja, manchmal funktioniert das Greifen noch nicht so gut. Halt, Bierflasche, Bierflasche. Einmal. Oh ja, haben es sogar getroffen. Sehr schön. Zack. So, Glas. Na? Plaste. Obwohl, für mich ist so ein Plaste-To-Go-Becher gelbe Tonne. Vielleicht liege ich da verkehrt, ich weiß es nicht.
So. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alles hier reintreffen. Hüpp, hüpp. Na ja, fast. So, Kaffee de Goldbecher. Hier noch ein Plastikbecher. Einmal eine Glasflasche. Na komm. Das Greifen, das will manchmal irgendwie nicht so. Ja, und das soll es eigentlich schon zu dem Spiel gewesen sein. Mal einen kurzen Look reingegeben. Ihr könnt es ja gerne selber probieren. Wie gesagt, Link setze ich euch drunter. Und ich werde jetzt noch ein bisschen hier meine Garage aufräumen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dum-dum-dum.